Also ich glaube, die Schwierigkeit bei solchen Aufgaben liegt darin, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern irgendwie so den Überblick zu behalten. Ja? Und das auch irgendwie in einer Art und Weise hinzuschreiben, dass man da selber so ein bisschen durchblicken würde, wenn man da 2 Wochen später nochmal drauf guckt, was man eigentlich so gerechnet hat. Und wenn man das schafft, dann, oder wenn man das so aufgeschrieben hat, dann hat vielleicht auch jemand anders die Möglichkeit, da direkt drauf zu schauen und ungefähr zu verstehen, was man da gemacht hat. So, ja, und ich meine, ansonsten, was man jetzt immer noch mal machen könnte bei solchen Aufgaben, ja, also wir haben uns jetzt ja so von außen in Anführungszeichen nach innen vorgearbeitet und das ist eigentlich immer der schwierigere Weg. Der leichtere Weg wäre, ich habe hier drin irgendwas, ja, ich kenne hier eine Spannung und einen Strom und ich kenne alle Widerstände und ich würde zurückrechnen, was kommt da als Gesamt Spannung als Quellspannung, als Quellstrom raus. Und ich meine, das könnte man jetzt nochmal so ganz kurz machen, jetzt hier, wo schon mal alles aufgemalt ist. Also als Probe, als kleine Probe für diese Aufgabe 33. Wir haben jetzt ausgerechnet, hier kommen 2 Ampere raus, die durch diesen 2 Ohm Widerstand fließen. Und dementsprechend ergibt sich hier eine Spannung von 4 Volt. Also schreibe ich mal hier hin, das hier sind 4 Volt. So, die 2 Ampere fließen natürlich auch durch diesen Widerstand. Der Widerstand der 8 ist 2 Ohm groß, also oder ist auch 2 Ohm groß. Das heißt, die Spannung hier oben sind auch 4 Volt. So, jetzt haben wir, wenn wir diesen Weg hier lang gehen, 4 Volt und 4 Volt, da sagt uns der Maschensatz, dass die Spannung von hier nach hier auf dem Weg lang. Genau, die Summe von beiden sein muss, 4 und 4 sind 8. Also wir haben hier 8 Volt über diesem Widerstand. So, dieser Widerstand war ein 4-Ohm-Widerstand. Wir haben 8 Volt über einem 4-Ohm-Widerstand. Wir können das Ohmsche Gesetz auch so hinschreiben, I ist U durch R. Ja, das hatten wir hier auch schon mal irgendwo so zu stehen. Also 8 Volt über 4 Ohm macht 2 Ampere. Also hier fließen auch 2 Ampere. Jetzt können wir gucken, das hinten sind 2 Ampere, ja, also hier an der Stelle, das sind 2 Ampere und das sind auch 2 Ampere. Das heißt, wie groß muss der Strom sein, der auf diesen Knoten zufließt? Die Summe von beiden 4 Ampere, richtig? So, jetzt habe ich 4 Ampere, die durch ein 6 Ohm, nicht durch ein 6 Ohm, die durch R6 fließen und der Widerstand R6 hat 2 Ohm. Also dieser Widerstand hat 2 Ohm und da fließen jetzt 4 Ampere durch. Wie groß ist der Spannungsabfall über diesen Widerstand? Wir haben 4 Ampere, die durch einen 2 Ohm Widerstand fließen. Wie groß ist der Spannungsabfall? Ich wiederhole die Frage nochmal. Also wir haben hier einen Widerstand, der heißt R6. Der ist 2 Ohm groß. Ja? 2 Ohm und da fließen 4 Ampere durch. Wie groß ist die Spannung? Wie können wir denn in dem Fall die Spannung ausrechnen? Hier hinten, mit dem Ohmschen Gesetz. Ja? So, und der Widerstand, also hier stehen jetzt natürlich irgendwie andere Indizes dran, aber in dem Fall ist unser Widerstand 2 Ohm groß und der Strom ist 4 Ampere. Wie groß ist die Spannung? Sag nochmal. 8, ja, 8 Volt. Verdammt lange gebraucht, um jetzt irgendwie auf dieses Ergebnis zu kommen. Aber wir machen weiter, wir machen tapfer weiter.
So, jetzt haben wir hier 8 Volt, die hier über dem Widerstand abfallen und 8 Volt über dem Widerstand abfallen. Wenn wir von diesem Punkt zu diesem Punkt diesen Weg lang gehen, ja, dann muss ja die gleiche Spannung rauskommen, wenn ich von diesem Punkt zu diesem Punkt den Weg hier lang gehe. So, das heißt, wie groß ist diese Spannung hier? Wie groß ist die Spannung? Hör jetzt mal auf deinen Zettel was zu schreiben und erzähl mir, wie groß die Spannung ist. Ich meine, ich kann euch hier sonst was an die Tafel schreiben und sonst was erzählen. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass ihr mir A zuhört und B versteht, was ich hier erzähle. Wie groß ist diese Spannung? Guck mal, nochmal, wir gucken nochmal langsam. Wir gehen von hier nach hier. Ja? Und wir gehen jetzt diesen Weg lang. Habe ich hier oben wie viel Spannung, wie viel Volt? 8. So, und dann habe ich hier nochmal, so, und dann habe ich zusammen 16. Sehr gut. So, also hier an der Stelle haben wir 16 Volt. So, jetzt haben wir 16 Volt, die über dem Widerstand R5 abfallen. Jetzt können wir gucken, der Widerstand R5 hat 4 Ohm. Ja, 4 Ohm, 16 Volt. So. Wie groß ist der Strom, der da fließt? Sehr gut. 4 Ampere. Ja, weil 16 Volt durch 4 Ohm macht 4 Ampere. So, 4 Ampere, 4 Ampere, das sind natürlich die gleichen 4 Ampere und 4 Ampere, die hier oben fließen. So, 4 Ampere, 4 Ampere, wie groß ist der Strom, der in den Knoten reinfließen muss, damit das passt? 4 Ampere, die hier rausfließen und 4 Ampere, die hier rausfließen. So, sagt uns der Knotensatz 8. Ja, die Summe der einfallenden, der auf den Knoten zufließenden Ströme muss so groß sein wie die Summe der aus dem Knoten rausfließenden Ströme. In 8 Ampere reinfließen und 4 fließen raus, dann passt das. So, jetzt haben wir 8 Ampere, die durch den Widerstand R4 fließen. Der Widerstand R4 hat auch 2 Ohm. So, wie groß ist der Spannungsabfall, der sich daraus ergibt? 8 Ampere durch 2 Ohm. Spannung ist Widerstand mal Strom. 16 Volt, sehr gut. So, also wir haben 16 Volt hier. 16 Volt und nochmal 16 Volt, wenn ich von diesem Punkt zu diesem Punkt gehe, den Weg lang, muss das genau die gleiche Spannung ergeben, wenn ich von hier nach hier auf diesem Weg lang gehe. So, das heißt, wie groß ist die Spannung hier? Macht zusammen 32 Volt. Ganz richtig. So, jetzt haben wir 32 Volt, die über einem Widerstand R3 abfallen, der hat 4 Ohm. So, dann ist die nächste Frage wieder, wie groß ist der Strom, der hier fließt? 32 Volt über einem 4 Ohm Widerstand. R3, 4 Ohm. 8 Ampere. So, jetzt geht das weiter. Hier 8 Ampere, die daraus fließen. Wie groß ist der Strom, der auf den Knoten zufließen muss? 16 Ampere. So, jetzt sind wir langsam warm. Ja? So. 16 Ampere, die durch einen Widerstand R2 fließen. Der Widerstand R2 hat 2 Ohm. Wie groß ist der Spannungsabfall hier? 16 Ampere
durch einen 2 Ohm Widerstand, 32 Volt. So, dann geht das weiter. Wenn ich von dem Punkt zu dem Punkt gehe, diesen Weg lang, gehe ich über 32 Volt, nicht über los und nochmal über 32 Volt, muss ja hier die gleiche Spannung rauskommen, wenn ich diesen gleichen Weg laufe. So, das heißt, wie groß ist die Spannung, die da rauskommt? 64 Volt. So, und jetzt haben wir 64 Volt, die über einem 4 Ohm Widerstand abfallen. Das heißt, wie groß ist der Strom, der hier fließt? 64 Volt und immer noch 4 Ohm. Ich nehme auch noch andere Ergebnisse an. Ja, fast. 16. So, 16 Ampere. Und jetzt haben wir hier 16 Ampere, die hier aus dem Knoten rausfließen, 16 Ampere, die hier aus dem Knoten rausfließen. Das heißt, wie viel Strom muss hier insgesamt in den Knoten reinfließen? 32 Ampere. So, und siehe da, oh, das passt, weil das sind auch 32 Ampere, von denen wir hier mal ausgegangen sind. Ja? Und genau auf diese Art und Weise kann man auch so eine Probe machen von einer solchen Aufgabe. Ja? Indem man, also die, ne, wir haben uns jetzt per Stromteilerregel von außen nach innen vorgearbeitet. Das ist so ein bisschen der schwierigere Weg. Und jetzt kann man sich auch genauso wieder von innen nach außen vorarbeiten. Und dabei macht man eben nichts anderes als, ja, Knotensatz anwenden, Maschensatz anwenden, Ohmsches Gesetz anwenden als Stromspannungsbeziehung am Widerstand. Und im Prinzip eigentlich ist das, also eigentlich und auch uneigentlich ist das nicht schwer. Man muss das aber mal machen. Ja? Und das muss man wirklich machen. Also ich habe mal am Anfang des Semesters erklärt, ja, auch wenn ich hier mal irgendwie nicht vorne stehe und hier irgendwie versuche, das bestmöglich zu erklären. Ich kann euch das erklären, aber ich kann es nicht für euch verstehen. Verstehen müsst ihr ja schon allein. Ja, und verstehen geht eben auch, indem man selber rechnet und selber mitdenkt und nicht einfach nur abschreibt. Sozusagen so ein bisschen aware ist. Ich habe auch mal das Gefühl, ich könnte hier 1000 Fehler einbauen und es, naja, egal. Und es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Also ich kann hier vorne mich hinstellen und kann zeigen, wie Fahrradfahren geht. Und dann sitzen alle und sagen, ja super, wie der irgendwie vorne Fahrrad fährt. Und dann setzt man sich selber auf ein Fahrrad und kippt nach 2 Metern um. Ja, weil das eben was ist, was man auch selber machen muss. Ja, oder ein Instrument lernen. Ich kann hier vorne stehen und irgendwie könnte Klavier vorspielen, kann ich nicht, aber weil ich es nie gelernt habe, ja, aber wäre so das gleiche Ding. Dann könnten sich alle hinsetzen und sagen, oh, gucken wir mal zu, wie toll der Klavier spielt, aber kann man auch nicht selber Klavier spielen. Ja, so wie, man kann auch nicht wen anders für einen selbst ins Fitnessstudio schicken, damit man irgendwie fit wird. Das geht auch nicht, das muss man auch selber machen. Ja, und so, man muss das selber rechnen, sonst wird das nichts.